Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier zum Let's Play StarCraft Knights of the Old Republic. Und ihr seht schon, es brummt, es summt und es leuchtet bei uns. Ich habe endlich mal geschafft, dran zu denken, die Energieschilder einzuschalten. Mit denen wäre das Absterben aus der letzten Folge wahrscheinlich zu verhindern gewesen. Was ist das? Hier kann ich nichts machen. Okay. Und eine Tür ins Nichts. Okay. Schwarzer Volka. So, der kriegt schon mal gleich ein bisschen was ab. So. Hau dich jetzt kaputt, mein Freund. Zack, den hauen wir auch kaputt. Also die Gegner sind wirklich easy. Aber dieser Roboter vom letzten Mal, der hat uns echt ordentlich in die Fressplatte gehauen, möchte ich sagen. So, wir räumen mal die leichten Gasminen weg, damit wir hier nicht von Gasminen überrascht werden können. So. Ja? Okidoki. Achso, ich habe jetzt diese Ionenwaffen, ne? Dummheit. Ach, worauf man alles achten muss. Nein, wie blöd. So, schwerer Blaster haben wir jetzt sogar zwei. Das heißt, er kann sie auch einen von ausrüsten. So. Hauen. Jetzt. Hauen. Jetzt. Hauen. Jetzt. Zack, weg ist er. Klar. So. Sehr gut, Wachposten ist weg. Noch ein Wachposten, der Volka. Was hat der dabei? Eine Fern- oder Nahkampfwaffe? Ich glaube, eine Fernkampfwaffe, ne? Und er hat, glaube ich, irgendwie Nahkampf. Das heißt, auf ihn geben wir schon mal die Granato mit. Ja? Ihn greifen wir hiermit an. Ihn hauen wir jetzt auch mal schnellstens kaputt. Dazu müssen wir dann natürlich angreifen, ja. Ja. So, machen wir die Schweineplattwurf. Los! Warum greift der erst jetzt an? Okay. Also manchmal kommt mir das Kämpfen doch recht buggy vor, aber wer weiß, woran das liegt. Überreste. Was hat er denn? Ach, Credits, Schallgranate. Er hat eine Splittergranate, das ist schön. Wo geht's da wohl rein? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wir schauen mal. Gesperrt, besondere Zugangskarte. Ja, die habe ich aber nicht. Er hier hat auch nichts dabei, das heißt, wir müssen. Okay, da kommen wir auch nicht rein. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie es hier weitergeht und wo vor allen Dingen. Da arbeitet irgendjemand. Da arbeiten sogar mehrere. Ich glaube, die wollen uns an die Popos. Kann das sein? Ja, kann sogar sehr gut sein. So, starker Angriff, dann sollte der schon weg sein. Mhm. Nimmst du dir gleich den vor. Und mein Haupttypi. Ihn hier. So, sage ich doch. Oh Gott, sind die schlecht. Was für Luschen. So, Werkbank. Oh yeah, das kommt sehr gelegen. Denn wir haben ja ein paar Aufrüstungsgegenstände. Deswegen benutzen wir die. Das ist ja geil. So, wir haben immer noch die Vibro-Klinge. Achso, von Mission. Ist aber schwächer als die normale, als dieser Prototyp. So. Achso, ja. Wir haben hier nämlich die Durastal-Legion. Das gibt uns. Ah, okay, das gibt uns einen weiteren Schadensbonus. Hat das sonst noch was gemacht? Nee, ne? Ja, okay, aber immerhin, einen zweiten Schadensbonus zusammenbauen, sehr geil, haben wir gemacht. So, und dann können wir irgendeine
Zalbas Blaster noch verbessern. Und zwar, indem wir den Schadensoutput mit einem Zielfernrohr erhöhen und einen Servoverschluss anbringen. Dann können wir nämlich eine bessere kritische Bedrohung rausholen. Nicht schlecht, meine Freunde, nicht schlecht. Die Sachen haben wir nicht, aber wir können das schon mal so zusammenbauen. Geil. Das heißt, Mission darf jetzt auch mal gerne wieder den Bowcaster ausrüsten. Der ist nämlich jetzt auch richtig nice. Und macht ordentlich Damage. Cool. Ja, jetzt bewegt er sich nach Sekunden. So. Wo ist Mission? Hallo, Mission? Wegpunktfindung bitte, danke. So, auch hier wieder aufs Fressbrett. So, es war ja nicht sehr schwer. So, hat der noch hier irgendwas? Sind das eigentlich die Swoop-Bikes? Sieht mir so ein bisschen so aus, ne? Als wenn die hier präpariert werden. Hier hinten war auch nichts, ne? Okay. Dann können wir hier gar nicht mehr weiter. Nun gut. Ach, übrigens, die Energieschilde sind scheinbar zeitrelevant. Also nach einer bestimmten Zeit lassen die nach. Warte mal. Ladungen 2 von 5, dauert 200 Sekunden oder maximaler Schaden. Oh, damn it, dann darf ich die ja gar nicht mehr so häufig anwenden. Das war jetzt blöd. Gut, dann wollen wir mal hoffen, dass wir in den 200 Sekunden schnell ein paar Enemiten begegnen, die wir hier richtig leiden lassen können. Ihn hier zum Beispiel. So, beide down. Das ging ja easy. Klar. Dafür hätten wir die Dinger bestimmt nicht gebraucht. War ich jetzt ein bisschen verschwenderisch mit. Schade. Ionengranate, Medikit, Computersonde ist auch in Ordnung. Hier ist nix. Dann beeilen wir uns gleich mal. Wir gehen mit ihm mal vor. Vorräte. Das Wichtigste zuerst. Reparaturkit, Computersonde, Medikit. Mechanikerschreibtisch. Was kann man damit denn machen? Ah, Passagkarten. Verbesserte Energiezelle. Zugangskarte des Mechanikers. Ja, bitteschön. So funktioniert das hier doch genauso, wie wir es wollten. Das hier ist der Garagencomputer. Jetzt gehe ich mal gerade mit seinen Computerkenntnissen hier ran. Computer hacken. Systemänderung akzeptiert. Auf Überwachungskameras zugreifen. Garage. Da ist hier unser Patrouillenroboter. Swoop überlassen brauchen wir nicht. Kamera umschalten. Hauptmenü. Garagenbüro. Da sind wir jetzt drin. Verladerampe. Ah, das ist da, wo dieser Scheißroboter steht, der uns platt gemacht hat. Und da können wir natürlich auch nichts machen. Na, wie ärgerlich, ey. Maschinenlabor. Oh, hallo. Maschinenlabor, da war ich noch nicht. Kann ich aber auch nichts machen. Schade. Na gut, zurück. Greife auf Systembefehle zu. Alle Sicherheitstüren öffnen. Gebietspläne. Die, da machen wir mal alle Sicherheitstüren auf. So, zurück zum Hauptmenü. Das war's schon. Ja, gut. So, 60 Erfahrungen noch erhalten. Das ist schön. Weiter geht's. Wir müssen uns jetzt beeilen hier. Ich will nämlich den Roboter... Nein. Hallo. Kein Solo-Modus. Beeilt euch. Ich will den Roboter downen. Denn die Sicherheitstür müsste jetzt offen sein. Sodass uns der Druide hilft und wir auch noch Schutz haben. Ich speichere nochmal vorher. Sicherheitshalber. Meinen alten Speicherstand überschreiben. So, wo sind die Typen jetzt? Ach Leute, beeilt euch. Klar. Ey, das kann doch echt nicht wahr sein, dass ihr jetzt hier von den 200 Sekunden Zeit abzieht, weil ihr so langsam seid. Oh Mann, ey. Ich hasse diese KI hier. Hallo, Mission.
Was? Meine Güte. So, jetzt ist gleich wahrscheinlich der Bonus weg und ich komme hier direkt am Roboter an. Leckt mich doch fett. Geht's auch ein bisschen schneller. Ich darf hier noch nicht durch. Okay. So, Penner. Ionengranate. Weil es so schön ist, machen wir das beide. Nochmal eine Ionengranate. Und ich bin tot. Cool. Der macht ja zum Glück überhaupt keinen Schaden, wa? So. Der darf jetzt mal ordentlich... Hallo. Stirb doch endlich. Oh Mann. 250 XP. Naja, für den Gegner fast schon wenig. Klar. Alter Verwalter hier. Medikit. Und noch ein Medikit. Ja? Ach, wir haben ja noch ein verbessertes, ne? Ah, nehmen wir das doch. Er nimmt noch normales. Können wir dem irgendwas abnehmen? Ich glaube nicht, ne? Okay. So, und hier sind noch Dinge zum Aufbrechen. Ich glaube, da ist Mission wieder die richtige, ne? Genau, gucken wir mal, ob sie das aufbekommt. Einfach. Yep. Sehr schön. Hyper-Kampfstimulanz. 6 Computersonnen, 2000 Credits. Nice. Und 5 Plasmagranaten. Das ist cool. So, 4 Teile, verbessertes Medkit, Verfassungsenhancer. Cool. Auch den hätte man natürlich noch nehmen können. So. Sonst ist hier nichts, oder was? Hä? WTF? Wie, hier ist sonst nichts? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ach so, wir müssen in das Maschinenlabor ja noch rein. Ja gut, okay. Dann machen wir jetzt mal weiter. Ach so, dann war hier gar nicht dieser Swoop-Antrieb. Ich habe gedacht, der wäre hier. Dann ist der hier unten im Maschinenlabor, okay. Ja, dann auf geht's. Ich werde aber nicht nochmal das Energieschild einsetzen, weil das lohnt sich, glaube ich, jetzt nicht. Da ist eine Mine übrigens vor, aber die habe ich schon gesehen. Breschik hat Gedden den Booster geklaut. Er hat euch nie gehört. Rundi Hodonga kun Honkabi. So, habe ich mich leicht ablenken lassen hier, weil ich gerade mit dem Handy geguckt habe. Ja, Tracy Fahne Begt, bist du ein Söldner? Genug geredet, Herr mit dem Beschleuniger, oder ihr habt recht, ich gehöre nicht zu dem Weg. Mein Name ist Benny Hau. Wir bleiben erstmal ein bisschen freundlich, obwohl ich nicht glaube, dass das gut ist, aber okay. Vergesst es einfach, ich weiß alles über euch, schwarze Vulka. So. So. Ja, gut. Brejik, würde ich sagen, der wird wahrscheinlich eher sterben. Aber gut, wenn du meinst, dann, ja, dann, vergesst es, ich werde gerne nicht betrügen. Bitteschön. Mann. Ja. Smilia, ti umpa do punta krita.
topana oto was casa. Achuta, wonga kun pistol pikin kunyana, tung patogas magtelia. So, ja, ich mache doch sicherheitshalber mal die Energieschilder wieder an. Das ist mir hier ein bisschen suspekt. Und sie macht das auch. Er glaube ich auch. Wie wäre es denn mal, wenn ich euch ein bisschen auf die Fressbretter haue mit ein paar Plasmagranaten? Was meint ihr denn? Könnte das funktionieren? Ja. Okay. Warum rennt er nach da drüben? Das ist doch dumm. Mach sie platt. Du Wurf. Okay, ich glaube, er braucht ein verbessertes Medkit gerade. Aber sie hat keinen Schutz mehr und ist gleich down. Yes, sie ist weg. Sehr nice. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir... Ich glaube, ihr Schutzschild ist weg, oder? Nee. Dass wir hier noch ganz schnell ihn hier plätten. So. Sehr gut. Angriff. Los. Oh, verfehlt. Mal schauen. Da haben wir ihn getroffen. Sehr gut. Okay. Und jetzt geht es nur noch auf die Typen hier. Ach nee, der hier ist ja schon verletzt, ne? Lass uns mal den angreifen lieber. Und dann machen wir ihn mal hier kurzfristig platt. Ja. Das habe ich natürlich wieder dumm hin und her gewechselt, aber egal. So, weg sind sie. Die kleinen Nixgönner. So, haben wir sie weggeplättet. Überreste, was ist da drin? Noch ein Servoverschluss, ein Reaktionsimplantat, verbessertes Rap-Kit und Disruptor-Pistole, Militäranzug und ein Verpinen-Stirnband. Und dann sind noch Überreste von der anderen Tussi da. Credit schwerer Blaster und Auralverstärker. Nice Gegenstände. Jetzt wird es interessant. So. Mhm. Die hier haben nichts fallen lassen, glaube ich. Und die Mine, die nehmen wir einfach mal auf. Ja? So, und dann haben wir den Beschleuniger. Endlich, Gott sei Dank, erhalten. Wunderbar. So, jetzt gehen wir nochmal in das Inventar. Denn mich würde es ja schon interessieren. Achso, Militäranzug war. Das war noch besser. Können wir den ja eigentlich auch nehmen. Achso, sie kann ihn aber nicht tragen, weil es Mittel ist, ne? Okay, dann lassen wir es so. So, Implantat kann sie nicht tragen. Wie sieht es denn bei ihm aus? Kann er nicht auch Implantate tragen? Ja, Tatsache, er kann Implantate tragen als Wookie, wie geil. Okay, Geschicklichkeit 1. Kann er sich etwas besser verteidigen. So, was hat denn unser Haupttypi? Hat hier Verfassung 1. Obwohl ihm das ja eigentlich gar nicht wirklich viel hilft, ne? Ich wechsle das mal, mach mal bei ihm hier das Geschicklichkeitsimplantat und bei ihm dann das Verfassungsimplantat. Obwohl das direkt auch keine Auswirkung zu haben scheint, aber okay. Muss irgendwie dann gehen. So. Dann haben wir noch hier den Auralverstärker, der nicht bei Wookies funktioniert. Genauso wenig wie das Verpinen-Stirnband. Bewusstsein 2 und Willensstärke Rettungswürfe plus 3. Also Bewusstsein, da war, glaube ich, er nicht so gut, er hat da 4 und sie hatte immerhin 2. Ja, dann kriegt sie das hier, ist ja klar, dann bekommt sie das Auralverstärker-Ding. Der Auralverstärker der Durkish Corporation ist eine sinnvolle Alternative zu
Zu visuellen Ortungssystemen, okay. Da auch Tarnfeldgeneratoren nicht in der Lage sind, die Atemgeräusche von Lebewesen zu filtern, okay. Also haben wir jetzt noch zwei Bewusstsein dazu bekommen, auch nicht schlecht. Ach, guck mal hier, Sith-Energieschild. Können wir uns hier auch noch annehmen. Das könnten wir aber eigentlich bei ihm hier drauf packen. Dann haben wir normales und ein Sith-Energieschild. Auch nicht schlecht. Geilo. Super ausgerüstet. Oh, da sehen wir richtig, richtig fresh mit aus. Und haben den Beschleuniger. Gut. So, da können wir wieder raus. Dann sind wir hier eigentlich fertig. In dem Lager. Können wir noch kurz nach oben laufen und dann können wir auch, glaube ich, gleich die Folge beenden. Denn wir haben ja hier ordentlich was geschafft. Jetzt müssen wir nur noch zu Gaedon Thack zurückkehren und ihm den Beschleuniger bringen. Hier geht es noch hoch zur Basis. Wie gesagt, wir hatten ja schon alles weggelootet hier auf der Ebene. Somit können wir dann gleich direkt weitermachen. Sehr gut. So, gut, der Aufwertungs-Sound ist auch wieder da. So. Wo ging es hier raus? Ach, wir mussten... Mussten wir hier lang? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Ich bin so verwirrt. Da ist auf jeden Fall der Ausgang. Okay. Gut. Södele. So, dann haben wir da vorne den Ausgang zur Stadt. Zur Unterstadt. Und bevor wir da aber reingehen, mache ich jetzt das Folgenende. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier bei Star Wars Knights of the Old Republic, wenn wir dann hoffentlich bald am Swoop-Rennen teilnehmen. Bis dahin, macht's gut und ciao.